alles, was wir bislang wissen, gibt nicht gerade Anlass dazu zu sagen, dass der FDP die Freiheitsrechte ein wirklich wichtiges Anliegen wären. Wenn sie abwägen muss zwischen Freiheitsrechten, Bürgerrechten auf der einen Seite und ihren Interessen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, merkt man, da ist das eigentliche Herz der FDP, wenn es um Steuersenkungen geht. Der große Lauschangriff, wegen dem Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zurückgetreten war, der bleibt. Ich bin mal gespannt, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger das erklären wird. Und die Internetsperren, die ja auch ein wichtiges Thema auch für uns im Wahlkampf waren, die sind jetzt erstmal für ein Jahr aufgeschoben, aber was passiert danach? Und beim BKA-Gesetz bekommt der Schäuble genau das, was er schon hatte. Naja, auf der einen Seite sollen die Laufzeiten für Atomkraftwerke erstmal ohne Limit verlängert werden. Auf der anderen Seite werden neue Kohlekraftwerke gebaut. Das heißt, wir kriegen eine Situation, dass wir im Netz einen Stau haben, was Energie angeht. Erneuerbare Energien, die Vorrangregelung, die Rot-Grün durchgesetzt hatte, die ist damit obsolet. Obsolet ist allerdings auch das Gerede von der sogenannten Brückentechnologie, von der Schwarz-Gelb immer geredet hat. Man merkt, es geht nicht um eine Brückentechnologie, sondern es geht de facto darum, die erneuerbaren Energien abzuwürgen. Also wir kriegen jetzt die aktuelle Zahlen auf den Tisch, 30 Milliarden Mindereinnahmen, auf der anderen Seite 20 Milliarden Ausgaben für Steuersenkungen. Wenn man dann fragt, wie sollen sie gegenfinanziert werden, unter anderem bei der Bundesagentur für Arbeit, das heißt durch Leistungen, durch Kurse für dortige Menschen, die darauf angewiesen sind, dafür, dass einige wenige Steuersenkungen bekommen, das zeigt das Gesicht der FDP. Man merkt, dass die Koalition darum bemüht ist, so ein bisschen das Ganze in Watte zu verpacken. Aber immer dann, wenn man mal ein bisschen dran kratzt und unter die Oberfläche schaut, merkt man, dass Schwarz-Gelb tatsächlich einen radikalen Kurswechsel vorbereiten. Auch wenn es verbal eingepackt wird in freundliche, nette Worte nach dem Motto, macht euch keine Sorgen. Es gibt viel Anlass zur Sorge, vor allem in den Feldern, die wir gerade besprochen haben. Zwei Dinge. Erstens der Kongress der Grünen Jugend. Herzlichen Glückwunsch zu den beiden Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und insgesamt mit einer selbstbewussten Grünen Jugend. Das Zweite, die European Green Party. In Malmö hat sich dort getroffen, in Schweden, hat einen neuen Vorstand sich zugelegt. Auch denen herzlichen Glückwunsch und natürlich eine besondere Freude über das bundesdeutsche Mitglied von unseren Grünen hier, nämlich die Annalena Baerbock, die dort in den Vorstand gewählt wurde.